1, 2, 3, 4 neue Rezepte. Gehen wir die Rezepte mal kurz durch, die wir alle haben. Hier kein neues, kein neues, kein neues. Kein neues, kein neues, kein neues, kein neues. Auch nicht. Nein, nein. Hier ist der Räucherofen. Den Schmelzofen haben wir offenbar noch nicht. Oder? Nein, nur den Räucherofen und den Schmelzofen. Na gut, Räucherofen. So. Sehr schön. Der kann nur Nahrungsmittel. Damit gebratenen Kabeljau, Hühnchen, gebratenen Lachs und Ofenkartoffel. Ist doch geil, oder? Mir gefällt das. Und das Tolle ist, ein Räucherofen gilt, glaube ich, auch als Arbeitsplatz, oder? Jetzt muss ich mal nachsehen. Arbeitsplatz, mal sehen. Nein. Wo steht, welchen Arbeitsplatz sie haben? Ah, hier. Gesamtübersicht aller Berufe der Dorfbewohner. Arbeitslose haben keinen Arbeitsblock. Und da sind sogar die... Die haben jetzt pro Biom unterschiedliche Kleidung. Das ist cool. Dann haben sie gibt es noch den Rüstungsschmied, der hat den Schmelzofen. Der Fleischer hat den Räucherofen. Der Kartograf den Kartentisch. Der Geistliche den Braustand. Der Bauer hat den Komposter. Der Fischer hat ein Fass. Oh, cool. Der Pfeilmacher hat einen Bognertisch. Der Gerber hat einen Kessel. Der Bibliothekar das Lesepult. Der Maurer die Steinsäge. Der Nichtsnutz hat auch keinen Arbeitsblock. Der Schäfer hat den Webstuhl. Der Waffenschmied den Schleifstein und der Werkzeugschmied den Schmiedetisch. Cool. Und neue Dorfbewohner sind jetzt offenbar entweder Nichtsnutze oder Arbeitslose. Und wenn ein Arbeitsloser an einen Arbeitsplatzblock geht, nimmt er den Beruf an. Genau das, was mit Celandria passiert ist. Theoretisch, da hinten ist ja unser Rabenkind. Der könnte jetzt hier hingehen und Fleischer werden. Oder gibt es hier noch andere? Ich glaube nicht. Ich glaube, der könnte nur Fleischer werden. Ja. Oder was haben wir denn da noch? Was könnte man da irgendwas anderes machen? Ah nein, das lassen wir mal. So. Ach, du bist ja noch arbeitslos, genau. Ich muss mal warten, bis du Fleischer bist. Oder bis du runter zum Braustand gehst und dann... Wobei, der Arbeitsplatzblock ist, glaube ich, blockiert. Von Celandria. Also Celandria ist jetzt immer hier im Braustand. Der gehört jetzt ihr. Nicht wahr? So. Verrottetes Fleisch. Ich möchte das testen. Bessere Angebote. Das wäre geil. Mal sehen, ob wir verrottetes Fleisch dabei haben. In den Ton unten. Übrigens, ich habe während zwischendurch immer wieder nachgesehen. Es ist hier einfach... Wir sind einfach fertig. Wir sind hier komplett fertig. Das ist doch mal ein Braustand und ein Ofen, ein normaler. Eigentlich müsste hier auch ein Räucherofen hin. Ist da noch was drin? Nein. Aber ich habe hier keine Werkbank. Ich habe unten eine Werkbank. So. Neue Versionen bringen neue Möglichkeiten. Wenn euch irgendwas auffällt, das ich mal gebaut habe, irgendwas... Und ihr fragt euch, was das ist, könnt ihr natürlich gerne nachfragen. Aber wenn ihr wisst, was das ist und ihr meint, das ist was Besseres, es gibt was Besseres. Wie zum Beispiel die Glocke. Wie könnt ihr die Glocke hin? Wir brauchen unbedingt einen Waffenschmied. Im Dorf gibt es, glaube ich, einen, aber der hat keine Glocke, oder? Und ihr wisst was Besseres aus einer neuen Version. Dann sagt es mir. Der ist Geselle. Muss ich mal nachsehen, ab wann die Glocken verkaufen. So. Grobschmied, glaube ich.
Glocke, ab Lehrling eigentlich. Also der Grobschmied ab Lehrling. Der Panzermacher ab Lehrling. Und der Waffenschmied ab Lehrling. Dabei als Geselle ist. Naja. Sind die. Leider hat er noch seine alten Angebote behalten. Der ist sogar schon Experte, der kriegt auch keine Glocke mehr. Was warst du? Du warst ein Fleischer. Lehrling. Also wir können ihn tatsächlich neue durch Level neue Angebote kriegen, aber das war es auch schon. Gerber, Geselle und du warst ein Bibliothekar, glaube ich. Okay, der ist schon komplett voll, also ein Meister, deswegen, oder er ist schon drüber, deswegen hat er da keinen Zusatz mehr. Müsstest du dann nicht, ja, der hat die Diamantplakette. Seht ihr jetzt schön, der andere, oder diese andere hat die Steinplakette, der hier hat die Diamantplakette. Und sehen wir mal bei dem, der hat die Goldplakette, müsste also ein... warte mal, also Neulinge haben Stein, dann kommt... Ich weiß nicht, bist du ein Lehrling? Geselle hat Gold. Was hat denn Lehrling? Also ich Meister hat Diamant, Experte hat glaube ich Smaragd. Du bist doch ein Experte, oder? Ja, du hast einen Smaragd. Du hast dann auch Gold, ja. Und du bist ein Lehrling. Was hast du? Hallo, was hast du? Du bist doch ein Lehrling. Zeig mal. Sieht aus wie Bronze oder sowas. Oder Holz. Ich weiß nicht. Ich muss mal nachsehen. Was das nochmal ist. Ich sollte vielleicht richtig schreiben. Gibt's hier offenbar nicht. Karrierestufe. Ah ne, das ist der Waffenspiel. Wo steht es denn? Eisen ist für Lehrling. Stein, Eisen, Gold, Smaragd und Diamant. Okay, also das sieht irgendwie nicht aus nach Eisen. Jetzt hat er sich gerade weggedreht. Dreh dich mal wieder her. Naja, es sah auf jeden Fall nicht aus wie Eisen. Wir kriegen hier also keine Glocke her. Das ist schade. Das ist äußerst schade. Ich will wieder zurück. Ach genau, ich wollte wegen verrostetem Fleisch nachsehen. Haben wir hier nicht. Mir hier auch nicht. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nein, das habe ich nicht richtig gesehen. Das ist ein... Ein Überfall. Ein Trupp. Eine Patrouille ist das. Ich habe ihn getötet. Böses Omen haben wir jetzt. So lange, bis wir im Dorf betreten. Warte, Armbrüste, geil. Dann ist ein Zombie. Ja, wir können das in das Dorf nicht rein. Ein Ei. Warum ein Ei? Und ich dachte erst, ich hätte jetzt ein Dorfbewohner-Zombie gesehen. Ich würde tatsächlich gerne das böse Omen sammeln wollen. So, wir haben jetzt zwei Armbrüste. Die sind beide ziemlich kaputt. Der ist sogar geladen hier. Der nicht. Ein unheilvolles Banner haben wir. Und das war's.
Ein neues unheilvolles Banner. Moment mal, jetzt können wir testen. Das würde ich tatsächlich gerne machen wollen. Wir können jetzt testen, ob das Pilzhaus ein Dorf ist. Es ist kein Haus. Wahrscheinlich wegen dem Schatten da oben kommt das Licht hier nicht hin. Wir können ja mal testen. Sky 0. Ja, das Sonnenlicht kommt nicht hin, deswegen ist das hier keine legale Tür. Ich gehe jetzt mal nach oben. Da oben kann uns ja nichts passieren. Selandria und Rabenkind sind... Das da oben ist tatsächlich ein Dorf, Leute. Das da oben ist echt ein Dorf. Ich würde gerne hier kämpfen, wenn möglich. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die jetzt unten im Wald aufgetaucht sind. Aber das hier oben ist echt ein Dorf, Leute. Das ist ein eigenes Dorf. Wir müssen jetzt mal... Also der Überfall ist da. Wir müssen ihn nur finden. Können, also Selandria und Rabensocke, die sind ja unverwundbar. Das heißt, die können denen nichts anhaben. Da sehe ich nirgendwo ein. Das ist Selandria. Also hier ist keiner. Vielleicht weiter oben, vielleicht auch auf dem Dach. Wo sind die alle? Ich glaube echt, die sind jetzt einfach im Wald unten gespawnt. Hier ist keiner. Sind die vielleicht da oben gespawnt? Wir sind immer noch im Dorf. Da ist keiner. Solange wir im Dorf sind, da ist keiner. Da ist auch keiner. Solange wir im Dorf sind, ist die Anzeige da. Das Blöde ist, die sind jetzt wirklich unten gespawnt. Das heißt, wir müssen das Dorf verlassen, also nach unten gehen. Und dementsprechend wird die Anzeige dann verschwinden. Dann weiß ich nicht, wann... wir alle besiegt haben. Das ist blöd. Die Anzeige ist immer noch da, wo wir das Dorf eigentlich hätten verlassen müssen. Okay, das gefällt mir. Die sind unglaublich schnell. Jetzt habe ich einen erwischt. Oh, das war ein Schaf. Das ist ein Creeper. Ich glaube, die haben Probleme, zum Dorf zu kommen. Die haben echt Probleme, zum Dorf zu kommen. Verbleibende Räuber, einer. Der hat die Flagge aufgenommen. Nur noch du bist übrig. Überfall. Oh, nächstes Level. Nächstes Level kommt gleich. Rüstung ist wieder richtig gut. Voll. Das hat Skelett. Das kann ich halt gar nicht gebrauchen. Überfall. Müsste jetzt eigentlich bereit sein.
Ein Diener. Das finde ich sehr schön. Die zeigen sogar die Lebenspunkte an. Da oben. Wo sind sie? Wo sind die restlichen? Zwei verbleibend. Okay, damit können wir arbeiten. Da vorne ist einer. Die greifen irgendwie überhaupt nicht an. Einer verbleibend. Und wo ist der? Wo ist der? Ich höre ihn auch nirgendwo. So, bist du gerade schon wieder durch meinen Pfeil durch? Level 30. Wo bist du? Wo ist der? Der muss doch hier irgendwo sein, oder? Oh, nochmal Erfahrungspunkte. Sonst rennt immer hier hinten herum. Vielleicht ist er da runtergefallen. Oh, das sind noch Erfahrungspunkte. Einer übrig. Ich hätte gerne dann das nächste, die nächste Welle. Das ist eine Kuh. Wo ist der? Ist der oben? Das ist ein Hase. Das ist ein Schaf. Das ist auch ein Schaf. Das ist auch ein Schaf. Ich sehe hier keinen mehr. Wo ist der Typ? Ich gehe jetzt mal nach oben. Vielleicht ist er wirklich nach oben. Da ist ein Schwein.